Wir gehen erst zu Paul Ronsheimer in das Kriegsgebiet wieder. Das sind auch dramatische Stunden für dich, Paul. Ich habe dich heute Morgen auch gesehen, den Tränen nahe. Uns alle geht es jetzt in diesen Momenten so, wenn wir Mila gerade gehört haben. Lass uns zunächst in dein Herz schauen. Ja, das nimmt einen mit, wenn man diese Worte von Mila hört. Sie hat vollkommen recht mit allem, was sie sagt. Die Politiker haben diesen Menschen erzählt, dass man Putin bloß nicht provozieren dürfe, dass man keine Waffen liefern darf deshalb, dass es gut ist zu verhandeln und dass nur das am Ende zum Erfolg führt. Und wir sehen die Bomben, wir sehen die Flugzeuge, wir sehen die Toten und das ist auch das Ergebnis oder es ist das Ergebnis westlicher Politik. Wenn ich in diesen Stunden, ich bin unterwegs immer noch in der Ostukraine auf kleinen Dorfwegen, um hier irgendwie durchzukommen, denn man weiß nicht, an welcher Stelle schon russische Panzer, russische Flieger sind und wo wir dann nicht mehr durchkommen würden. Wir wollen in die Hauptstadt, wo sich möglicherweise der große Krieg anbahnt, nämlich um diese Hauptstadt. Und ich habe telefoniert mit Vitali Klitschko, mit dem Bürgermeister von Kiew. So nervös habe ich ihn selten gesehen. Gleichzeitig kümmert er sich weiter um seine Stadt. Mila hat es angesprochen, um die Evakuierung, um die Bunker. Ja, du hast mein Herz angesprochen. Ich weiß nicht, ich fühle mich völlig leer von dem, was ich hier in den letzten Stunden gehört, gesehen und erlebt habe. Und ja, es ist schockierend. Jetzt wird dieser Krieg vor allem ja so wahnsinnig fassbar, so wahnsinnig nah durch das, was wir von Mila hören, durch das, was wir auch von dir hören, durch das, was wir von den Menschen hören. Man fühlt sich vor allem hier in diesem Studio ganz weit weg und dann hört man euch sprechen über diesen Krieg. Schilder uns ein bisschen das, was du beobachtet hast in den letzten Tagen, in den letzten Stunden, über das, was dort passiert. Ja, Patricia, gestern waren wir noch an der Front bei Ludmilla, einer alten Frau, die dort erlebt hat, wie der Gradbeschuss, wie der Mörserbeschuss über ihr Haus ging und die Wände gewackelt haben und sie immer dann in diesen Keller geflüchtet ist. Im Gegensatz zu mir hatte sie keine Schutzweste, keinen Helm. Die Menschen haben keine Schutzkleidung. Es sind oft auch eher ärmliche Verhältnisse, gerade in der Ostukraine. Das ist kein reiches Land. Die Ukraine ist ein armes Land. Und sie saß dort mehrere Stunden und hat darüber nachgedacht und gesprochen, was dort gerade passiert und hat immer wieder verzweifelt zu mir gesagt, wir hassen doch keine Russen. Was erzählt Putin da? Es passiert kein Genozid an Russen von Ukrainern. Wir greifen Russland nicht an. Wie kann es sein, dass diese Lügen in Russland geglaubt werden? Wie kann das sein, hat sie mich immer wieder gefragt. Sie selbst hat zwei Kinder, die in Russland leben. Paul, lass uns einmal ganz kurz schauen. Wir sprechen gleich mit dir weiter. Es gibt im Moment auch Entwicklungen hier in Deutschland. Die Eurofighter werden in Stellung gebracht, heben dort gerade ab in Neuburg an der Donau. Vielleicht wollt ihr uns das Bild einmal zeigen. Das sind Bilder von dort, also aus Bayern, dort von dem Fliegerhorst Neuburg an der Donau. Also dort im Moment Bewegung bei den Eurofightern. Man bringt sich offenbar in Kampfbereitschaft dort, verlegt Richtung Osten weiter. Das im Moment Bilder. Paul, das wollten wir zeigen, dass hier eben jetzt auch endlich Bewegung drin ist, dass die NATO ja ihre Bereitschaft noch mal erhöht hat in diesen Stunden. Das wollten wir Ihnen kurz zeigen und gehen weiter wieder zu Paul dort in das Auto in der Ostukraine unterwegs. Du hast uns gerade von Ludmilla erzählt, die du gestern getroffen hast. Ja, und diese Verlegung, die wir dort gerade gesehen haben, die hilft Ludmilla und den vielen Menschen in der Ukraine nicht, denn sie sind nicht Teil der NATO. Warum sind sie nicht Teil der NATO? Weil 2008 Deutschland und Frankreich das verhindert haben. Sonst müsse man sagen, gäbe es diesen Krieg wahrscheinlich nicht. Denn ein NATO-Mitglied anzugreifen, das wäre eine andere Sache. Deshalb diese Frustration. In den letzten Jahren, seitdem ich in der Ukraine war, immer wieder kam die Mahnung, dass mehr gemacht werden muss, dass es mehr Sanktionen geben muss, schärfere Sanktionen. Und auch jetzt wieder sagen mir Ukrainer, wie kann das eigentlich sein? Da bombardiert Putin los. Es gibt Tote, wir sehen die Helikopter am Himmel und gleichzeitig braucht ihr immer noch mit euren Sanktionen. Und sie sind nicht hart. Ihr schmeißt zum Beispiel Russland nicht raus aus dem Zahlungsverkehr SWIFT. Warum macht ihr das nicht? Ja, weil ihr selbst weiterverdienen wollt. Das ist das, was man hier von den Ukrainern hört.
Verzweiflung, dass selbst im Zustand des Krieges es zwar laute Stimmen gibt, Empörung gibt, Olaf Scholz sich äußert, andere Politiker sich äußern, aber die Taten, an den Taten messen die Ukrainer uns Deutsche und da kommt zu wenig. Muss man in diesen Stunden sagen, dass die Ukraine eigentlich von uns im Westen bereits geopfert, bereits aufgegeben ist? Ja, natürlich ist das so, Kai. Deutschland hat die Ukraine aufgegeben und zwar schon seit langer Zeit. Und Agnes Strack-Zimmermann hat das in einem Tweet einmal relativ offen und aus meiner Sicht zynisch gesagt. Sie hat gesagt, ja, aber wenn man jetzt Waffen liefern würde, das würde ja auch nichts gegen Putins Übermacht zeigen. Und das ist etwas, was natürlich in der Ukraine ankommt, wie Miller das gesagt hat, wie unterlassene Hilfeleistung. Schreib uns einmal, wie es jetzt für dich weitergeht, welchen Weg du jetzt nehmen wirst und wie es überhaupt ist. Ich nehme euch einmal mit raus. So sieht das aus. Wir fahren hier mit dem Auto und so sieht das Dorf hier momentan aus, wo wir sind. Man sieht nicht überall etwas vom Krieg, auch nicht überall Truppen. Was man sieht, ist, dass viele, viele Menschen in diese Richtung fahren, diese kleinen Straßen hoch und Busse. Also das sind alles Autos, die wir auch schon auf dem Weg getroffen haben. Weiter da hinten sieht man die wunderschöne ukrainische Flagge. Eigentlich ein schöner Tag heute, auch in diesem Dorf. Und man sieht hier Menschen, die noch auf der Straße laufen. Aber jederzeit, Kai, jederzeit, Patricia, könnten auch hier russische Panzer einrollen, so wie wir das jetzt schon in Kiew erleben. Dieser Frieden, der hier vermeintlich herrscht, der trügt. Kannst du aktuell dort absehen, wo sich im Moment Truppen befinden oder ist das überhaupt nicht durchschaubar im Moment für dich? Es ist kaum durchschaubar, Kai. Wir wussten, dass in Kharkiv zum Beispiel Truppenaufmärsche waren, die wir von Weitem gesehen haben. Heute Morgen kamen wir aus dem Bett durch lautes Donnergeröll, durch die Waffen, die dort eingesetzt wurden. Und ja, jetzt versuchen wir hier unseren Weg, uns durchzuschlagen, irgendwie nach Kiew und am besten nicht auf russische Panzer zu treffen. Paul Ronsheimer für uns unterwegs in der Ukraine, ist jetzt auf dem Weg vom Osten des Landes in die Hauptstadt Kiew. Danke dir, Paul. Danke.